Mit 5G Campusnetzen haben wir in Deutschland erstmalig die Möglichkeit, uns abseits vom Massenmarkt, abseits der öffentlichen Mobilfunkbetreiber, der Mobilfunktechnologie zu bedienen und diese Technologie ganz auf die Bedürfnisse der Industrie zuzuschneiden. Sei es, dass wir die Frequenz für die maximale Upload-Datenrate nehmen oder aber wir trimmen das Netz auf sehr kurze Latenzen, auf nahezu unterbrechungsfreie Übertragung. All das ist uns möglich, ohne die öffentlichen Betreiber mit den 5G-Campusnetzen in Deutschland, bei dem wir als Media Broadcast Ihnen stolz unsere 5G Bluebox präsentieren, die wir genau zu diesem Zweck eingesetzt haben. Die Politik hat in Deutschland ganz, ganz tolle Voraussetzungen geschaffen, um die wunderbare Technologie 5G Mobilfunk auch für die Industrie einsetzen zu können. Abseits vom Massenmarkt, abseits von öffentlichen Betreibern. So gelingt es uns hier im 5G Campusnetz, die Anforderungen ganz auf die Bedarfe der Industrie zu trimmen. Sei es, dass wir die komplette Frequenz von 100 MHz nutzen, um die Signale nicht downzuladen, sondern nein, vom Endgerät zur Mobilfunkstation abzuladen und abzutransportieren. Als ein Beispiel für einen Anwendungsfall. Andere Anwendungsfälle für die Industrie sind unheimlich latenzkritisch. Wenn es um Millisekunden geht, wenn 2 Millisekunden bereits sehr viel Zeit sind, sind wir in der Lage, dieses Mobilfunknetz genau auf die Latenzkritikalität einzustellen. Andere Dinge sind, wenn es darum geht, im IoT-Umfeld tausende von Sensoren mit einem 5G-Campusnetz zu vernetzen, ist uns auch das hier in Nauen möglich. All das sind Beispiele, die wir in verschiedenen Industrien sehen.